EA Productions. EA Productions liest Märchen aus der Schweiz. Heute die weißen Vögel vom Arpsee. Ein armer Geißbub trieb alle Tage seine Ziegenherde zu dem Arpsee hinauf. Als er einst zur Mittagszeit sein schwarzes Ledertäschchen öffnete, um Mahlzeit zu halten, flogen drei weiße Vögel heran und ließen sich auf dem See nieder. Solch große Vögel hatte er noch nie gesehen. Ihr Federkleid war schneeweiß, der Hals lang und dünn und der Schnabel gelb. Sie schwammen eilig gegen ihn heran und schienen vor ihm keine Furcht zu hegen. Die Vögel gefielen dem Geißbuben sehr, und er ergriff Steine, um den einen oder anderen totzuwerfen. Er traf aber nicht. Die Vögel ließen sich durch sein böses Vorhaben nicht erschrecken und rückten dem Ufer immer näher. Da trat er ans Wasser heran, ergriff den Vogel, der ihm zunächst war, am Halse und zerrte ihn ans Land. Aber im Nu ließ er ihn wieder fahren und fuhr zusammen wie noch nie in seinem Leben, denn der Vogel fing an zu reden. »Ach, was willst du mich so grob behandeln? Ich bin nur der geringste der drei Vögel, und wir sind gar keine Vögel, sondern verwunschene Jungfrauen. Der schöne Schwan mit dem goldenen Schnabel ist eine Prinzessin vom Land der Radamanten. Wir zwei anderen sind Kammerzofen, und wir sind alle drei von einem Hexenmeister verwandelt worden, weil die Prinzessin nicht heiraten wollte. Jetzt müssen wir so lange Vögel bleiben, bis wir drei Sachen erhalten. Drei Pflanzen müssen es sein, und wenn du uns diese verschaffen kannst, so werden wir wiederkommen und dann bald erlöst werden.« »Nennt mir die drei Pflanzen«, sagte der Bub. »Natterkraut, Baldrian und Nachtschatten müssen es sein.« Der Geißhirt sagte, er kenne die Kräuter nicht, aber seine Mutter sei Kräutersammlerin und werde sie schon kennen. »So geh und komm bald wieder«, sagte der Schwan und schwamm zu den Gefährten zurück. Dann flogen sie alle drei zusammen auf und verschwanden hinter dem Berge. Der Bub trieb die Herde bald darauf nach Hause und erzählte seiner Mutter, was ihm heute begegnet sei. Drei schöne weiße Vögel seien auf dem Arpsee hergeschwommen. Er habe den einen erwischt und der habe ihn angesprochen und die drei Kräutlein von ihm verlangt zur Erlösung. Die Mutter sagte, »Wenn nur das fehlt, so ist bald geholfen. Ich kenne die Kräuter wohl, sie wachsen hier in der Nähe.« Sie sammelten sie noch im Verlauf des Abends und legten sie zu der Speise ins schwarze Täschlein. Am nächsten Morgen zog der Bub mit den Ziegen wieder hinauf zum See. Als er aufblickte, flogen die Vögel schon daher, ließen sich auf dem blauen, kühlen Wasser nieder und schwammen eilig auf ihn zu. Der Bub zog die drei Kräutlein heraus. Die Schwäne ruderten mit aller Kraft zu ihm, und er steckte jedem eines der Kräutlein in den Schnabel. Der eine fing wieder laut an zu reden und sagte, »Wir danken dir sehr, lieber Bub, für den großen Dienst, den du uns erwiesen hast. Wir fliegen jetzt wieder zurück ins Land der Radamanten, wo man uns mit Hilfe der drei Kräutlein erlösen wird. Der Zauberer aber muss sterben. Wenn du willst, so nimm mir dich mit. Du brauchst nur zwei von uns an den Flügeln zu ergreifen, dann geht es durch die Lüfte, und bevor die Sonne sinkt, sind wir zu Hause.« Der Geißbub sagte, »Ich danke schön, ich bleibe lieber Geißbub im Walliserland, als dass ich mit euch zu den Radamanten fliege.« Da flogen die Vögel auf und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. EA Productions.